Hallo liebe Leute von Freien Welt, ich begrüße euch aus dem wunderschönen Ecuador und zurückblickend zeige ich euch jetzt meine 10 Lieblingsfotos aus Peru. Ich grüße euch live aus den Freien Welt Studios in Ecuador, in Cuenca. Ja, das könnt ihr gleich mal sehen, also das ist eine billige Bude, 5 Euro am Tag, hat keine Fenster, ein paar Luftlöcher an der Tür, ist simpel, aber genauso sieht es meistens aus, wenn ich am Reisen bin. Sei es drum, ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal meine 10 Lieblingsbilder, die ich in Peru geschossen habe. Ich bin erst vor 5 Tagen ausgereist und bei mir hat ja immer jedes Bild so eine persönliche Geschichte ein bisschen, zumindest ein bisschen. Und genau das will ich euch jetzt erklären und ja, dann geht's auch schon los. Das erste Bild, das ist eigentlich ein ganz simples Bild, eine Frau mit ihrem Kind, ein Junge. Und das Bild ist bei weitem nicht perfekt, also ihre Augen sind zu, der Junge, der versteckt sich hinter seinen Händen. Also es ist so, als wollten sie eigentlich überhaupt nicht fotografiert werden. Das war aber gar nicht der Fall. Ich hatte die Frau getroffen, ich war da so am Wandern und sie hat mich angesprochen und wir haben uns knapp 10 Minuten, bestimmt eine Viertelstunde unterhalten und ich habe dann schon die ganze Zeit, ich hatte meine Kamera in der Hand, ich hatte da die ganze Zeit schon diese blaue Wand gesehen, diese kleine Tür. Und der Junge, der war ganz nah bei ihr, hat sich so rangekuschelt, also es war ein traumhaftes Bild. Und ich wollte das unbedingt machen. Ja, und das ist dann immer das Problem. Da hat man diese eigentlich nette Situation, man unterhält sich mit den Menschen. Auf der anderen Seite hat man schon die Kamera in der Hand, will das Foto schießen, aber das ist dann immer halt das Problem. In dem Moment, wenn das Gerät zwischen die Augen kommt, dann werden die Menschen anders. Und genauso ist es bei dem Bild. Da hat sie gefragt, kann ich ein Foto machen? Und dann hat sie gesagt, ja, na klar, machen wir doch. Und in dem Moment hat sie schon ihren Hut an, das hin, der Junge ist zur Seite und ja, das Bild war weg. Ich habe es trotzdem gemacht und ich mag es trotzdem richtig gut, weil es irgendwie doch noch natürlich ist. Und ja, das ist halt immer, das ist so spannende Momente. Beim nächsten Mal klappt es besser. Die Frau war auf jeden Fall super nett und ja, ich finde es einfach klasse, das Bild. Und dann geht es schon weiter zum nächsten. Was haben wir da jetzt? Ja, das war Lago Titicaca und da kann man ja diese Urus besuchen, also das sind, ja, ist ein bisschen schon sehr auf Touristen gemacht. Ich war da mit meinen Eltern, weil die waren mich besuchen in Peru und es war schon sehr spannend und man schläft da praktisch auf so kleinen Inseln, welche diese Urus sich halt bauen und es ist schon toll, besonders der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und an dem Tag, da bin ich raus, ziemlich in der Früh, ich glaube schon um 5:30 oder sowas, da kam gerade die Sonne über den Horizont und genau zu dem Zeitpunkt kommt dann dieser Mann daher mit so einem kleinen Boot und das ist dann sozusagen der mobile Tante Emma Laden und das war natürlich klasse, da war ich dann natürlich schon bereit mit meiner Kamera, meinen Weitwinkel drauf, damit ich das schön ablichten kann und dann kommt dann dieses kleine Mädchen noch dazu und einfach ein super Moment, habe ich toll eingefangen. Das Bild habe ich ganz einfach mit einem Nik-Plugin bearbeitet. Da habe ich, glaube ich, einen Artikel geschrieben auf meiner Homepage. Das werde ich alles unten dann, unten hier, irgendwo, nee, hier, eben das hier, ja, verlinken in der Videobeschreibung. Geiles Bild, auf jeden Fall. Super Moment, da hat einfach alles gepasst und das will man halt genau haben. Und solche Bilder, die macht ihr wirklich nur, wenn ihr früh aufsteht. Also wenn ihr wirklich schon anfangt zu beobachten, was passiert. Mal angenommen, der Mann wäre eine halbe Stunde später gekommen, das Foto wäre nie mehr so geworden. Die Sonne wäre zu hoch gewesen, es wäre einfach alles zu grell gewesen. So war es perfekt und ja, also mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Nächste Bild, Nummer 3. Ja, das Bild ist jetzt eigentlich erst am Schluss entstanden. Ich hoffe, das sieht man in diesem YouTube-Video, weil das wird ja immer hier ein bisschen runterskaliert. Das ist ein ziemlich düsteres Bild eigentlich. Ich war in den Bergen am Wandern, war da am Wildcampen, mit meinem Motorrad hingefahren, Zelt und so. Und es waren ganz einfache Leute, also die hatten ihre kleinen Hütten und ich bin immer so von einer Hütte zur nächsten gelaufen. Und da mache ich eigentlich auch fast nie Fotos, weil das braucht immer Zeit, besonders wenn man mit einfachen Leuten in Kontakt ist. Und das waren halt Bauersleute, die hatten ihre
ihre 100 Schäfchen vielleicht, 5 Kühe und halt ein bisschen Felder. Und ja, und da war ich halt auch zum Sonnenuntergang unterwegs, es hatte vorher schon geregnet. Und ich sehe da diese Frau entlang schlendern, also die ist dann wahrscheinlich zu ihrem Haus gelaufen. Und die Sonne war auch wieder niedrig, wie beim Bild zuvor, ist mir wichtig, also Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, blaue Stunde, das kennt ihr ja alles. Da macht man die besten Bilder normalerweise. Ja, und dann, ich hatte die aus der Ferne gesehen, dann bin ich gerannt. Und sie ist wirklich schnell gelaufen und das Foto war wirklich so, ich bin gerannt und hier angesetzt und klick, klick. Also es war nichts hier mit Stativ und lange Warten oder ich habe mir das vorher schon ausgesucht, das war wirklich ein ganz spontanes Foto. Und ja, ich habe das gestern ein bisschen bearbeitet, habe da die Gräser ein bisschen heller gemacht und ich habe sie ganz klein bisschen herausgearbeitet. Aber es soll so düster sein, das Bild wäre super zu drucken. Habe ich auf Reise natürlich jetzt nicht die Möglichkeit. Ja, aber ich finde es klasse, das Bild. Erinnert mich sehr an diese Zeit in den Bergen. Ich war da einige Tage. Es war richtig schön, es war ruhig. Tolle Atmosphäre, tolles Bild. Gefällt mir richtig gut. Nebenbei erwähnt, die Bilder sind jetzt nicht von 1 bis 10 die besten oder so. Das ist einfach ein bunter Mix. Das Bild ist wieder jetzt was ganz anderes. Ein Stierkampf hatte ich besucht in Urubamba, in Peru, das ist nähe von Cusco. Und da kann man jetzt davon halten, was man will, also Stierkampf ja oder nein, Pro und Contra, das ist mir alles egal, wenn ich da als Fotograf bin. Ich will da einfach nur die Atmosphäre einfangen. Und ja, ich glaube, bei dem Bild ist es mir richtig gut gelungen. Die Sonne war schon ziemlich hoch und dieser Stierkämpfer, es war ein Torero aus einer anderen Stadt, hat richtig viel Geld gemacht an dem Tag, der Mann. Also so richtig der Held des Tages und ja, jetzt ist man beim Stierkampf in einem fremden Land, wie kommt man jetzt als Fotograf überhaupt so nah hin, ja? Da habe ich ein bisschen gefragt und es ist wirklich unglaublich in Peru, man kann eigentlich alles machen, man kann wirklich alles machen und dann habe ich gesagt, ja, da gehst du da runter und da sind die Stiere und ich war da wirklich direkt da, wo die Schleuse ist, wo die Stiere praktisch in diese Arena reinlaufen und da war halt so eine kleine so ein Holztor war da und da habe ich drüber geblickt mit meiner Kamera, ich konnte mich gerade so strecken und ja, dann habe ich einfach Bilder geschossen und ich habe halt bei dem Stierkampf, da kommt es immer auf dieses Olle an, also das ist dann praktisch, wenn der sein rotes Tuch über das Stier schwingt und so eine Drehung macht, dann schreien alle Olle und genau das wollte ich halt einfangen und ja, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen bei dem Bild, das Bild ist jetzt stark nachbearbeitet. Also da habe ich wirklich einiges gemacht. Wenn ihr das Original sehen würdet, das ist einfach nur flau. Ich habe wirklich mit der Sonne gespielt und ich wollte das Foto so gestalten, dass der Strahl so richtig auf diesen Torero-Kämpfer und den Stier herunterfällt, dass die Schatten herausgearbeitet sind. Das ganze Publikum, das habe ich abgedunkelt, das habe ich auch entsättigt, damit einfach der Fokus mehr auf das Geschehen im Vordergrund stattfindet. Das nennt man dann auf Englisch Dodge and Burn, ja. Habe ich hier gemacht. Geiles Bild, finde ich richtig klasse. Zu dem Stierkampf, da gibt es auch einen Link unten in der Artikelbeschreibung. Da hatte ich 10, 12 Bilder, glaube ich, veröffentlicht auf meiner Homepage. Könnt ihr euch anschauen. Ist alle klasse und weiter geht's. Bild Nummer 5, Fabian. Also, ihr seht schon, mir kommt jetzt schon wieder das Lachen ins Gesicht. Ein toller Junge. Ich war lange in Urubamba. Ich hatte da ein Projekt mit einer anderen Fotografin. Wir haben viele Familien besucht und Fabian war der Sohn von Dina wiederum. Und Dina ist eine richtig lebhafte Frau. Ja, leider habe ich jetzt von ihr kein Bild. Das, ja, irgendwo taucht es dann schon mal auf in Zukunft. Das heißt, drum Fabian, das war so ein richtig süßer kleiner Junge. Und er war immer... Also ich habe den mehrere Tage gesehen, ich habe den bestimmt 7-mal besucht und er hat immer gespielt und er wusste immer was, der hatte Ideen und er hat erzählt in Spanisch, das ist auch gut für mich, dann kann ich mein Spanisch auch besser. Und ja, und dann war der halt, an einem Tag habe ich diese alte Kamera gefunden in seinem Haus, was ganz simpel ist, also das ist dann immer schon was Besonderes, wenn man überhaupt den Zugang gewinnt, ja. Und ja, dann habe ich ihm die Kamera gegeben und haben halt so rumgespielt, ich Kamera, er Kamera und irgendwann ist halt dieses Foto entstanden, wo er so leicht nachdenklich ist, auf diese Kamera hinten drauf schaut, als ob es ein Display hätte, wie so eine moderne Kamera, ja. Und also das Bild kann ich mir echt verlieben, das ist einfach nur klasse. Ist jetzt schwarz-weiß und farbig, er hätte jetzt eine gelbe Jacke an, das Dumme war, die Wand im Hintergrund ist auch gelb, das heißt, da hat der Kontrast gefehlt.
Ja, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Klasse Bild, Fabian, top. Ich grüße die Menschen in Urubamba, das war eine klasse Zeit. Und ich habe so viele Bilder von Fabian, ihr glaubt es gar nicht, aber das ist mein Lieblingsbild. Weiter zum nächsten. Ja, hier, da war ich auf einem Festival in Peru. Es ist unglaublich, wie die Peruaner Feste feiern. Also es ist wirklich alle Wochenende ist irgendwo ein Fest von irgendeinem Heiligen. Oder irgendwas gibt es immer zu feiern. Das Fest vom Chicha, Fest vom Mais und irgendein Inka-Fest. Sei es drum, die Peruaner, die lieben Feuerwerke, ja. Und die machen die Feuerwerke noch so richtig, so alte Türme, aus Bambusstecken werden die zusammen gebastelt. Und dann geht's ab und hier von wegen Sicherheitsabstand oder so, das vergesst das, Leute. Du kannst einen Meter neben Feuerwerk stehen, das ist denen total egal, der zündet das Ding an. Und wer dann nicht in Deckung geht, das ist denen seine Schuld. Und genauso war es bei dem Bild. Ich hatte diese Konstruktion schon vorher gesehen. Also es waren so stierähnliche Konstruktionen. Und die waren total gespickt mit Feuerwerk. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis die endlich loslaufen. Ja, und dann kam der halt auf einmal, habe ich schon gesehen, von Weitem hat den Lärm gehört. Und ich hatte meinen Weitwinkel drauf, 10 mm. Und in solchen Momenten, da muss schnell gehen. Der ist dann da die Straße runtergerannt, also vielleicht 20 Meter Entfernung, 50, habe ich ihn schon gesehen, alles, die Menschen sind geflüchtet, zur Seite gerannt, und überall hat es geschossen und geknallt, das war wirklich der Hammer. Und ja, dann habe ich halt 10 mm dann hier, dann habe ich manuell fokussiert, ich wusste, ich will ihm nachkommen, hier auf 1,5 Meter knapp. Und weil in solchen Momenten, also hier noch irgendwie sich Zeit nehmen und das einstellen, das könnt ihr vergessen. Also das geht so schnell und dann bin ich nur noch hin. Ich habe ISO-Automatik, glaube ich, war an und habe ansonsten alles schon voreingestellt. Und ja, dann habe ich nur gewartet und dann kam der mir so nah, also das Bild, der war vielleicht 1,5 Meter weg. Wir sind die Knalle um die Ohren geflogen, ist auch einer hinten reingeflogen, hat ihn ein bisschen verbrannt. Und man sieht es an dem Mann an der Seite, also da gehen wirklich die kleinen Feuerbälle so richtig auf ihn drauf und das Bild hat so richtig Dynamik und ich finde es einfach klasse. Also, und es ist ein besonderer Moment. Meins zwar nur ein Feuerwerk, aber wann kommt man schon mal so nah und bei uns in Deutschland oder zu Hause, ich war ja schon lange nicht mehr in Deutschland, gibt es sowas eigentlich auch nicht. Und deswegen eins von meinen Top 10 Bildern in Peru. Dazu gibt es auch einen Artikel, auch mit vielen Bildern vom Feuerwerk, ist natürlich auch verlinkt. Ne? Nächste Bild. Ja, die liebe Wilma. So, mir ist ja Kontakt immer wichtig. Wer schon mal allein gereist ist in Südamerika, insbesondere in den Altiplano, kann man jetzt sagen. Hier, das ist zwar nicht mehr Altiplano in Cusco, aber wer schon mal in Bolivien war, in dem Hochland, in Chile im Hochland und so, der wird ziemlich schnell feststellen, dass es extrem schwierig ist, Bilder zu machen, als Mann, insbesondere von Frauen. Ja. Es ist eigentlich immer so, ich frage dann immer, kann ich ein Foto machen, das ist eigentlich von 9 von 10 Fällen heißt es klar, nein, die wollen das einfach nicht und da muss man das respektieren. Wilma wiederum, die habe ich kennengelernt, auch über das Fotoprojekt mit Nathalie und ja, wir waren die ein paar Mal besuchen, haben wir Chicha getrunken, das ist so eine Art Biergetränk, was die da haben. Und ja, so kommt man halt den Leuten näher und die gewinnen Vertrauen, ich habe immer ein paar Bilder gemacht. Und ich fand ihre Küche so cool. Also ich bin da reingekommen und da waren diese Kuls, da waren bestimmt 50 von den Kuls, die laufen dann immer so rum und quietschen so quick, quick, quick. Und ja, die essen die Peruaner, das ist wie bei uns ein Stallhase, kann man so sagen, ja. Also wie wenn jetzt der Stallhase in der Küche rumrennen würde, ist da ganz normal und ich fand es halt total klasse, habe ich Wilma gefragt, Mensch, ich hätte so gerne ein Foto mit den Kuls und mit dir im Hintergrund. Und dann hat sie gesagt, ja, machen wir. Und dann hat sie hier diese grünen Pflanzen oder diese Gräser da an den Boden geschmissen, damit die Kuls auch richtig schön essen. Da hatte ich nicht das optimale Objektiv dabei, da hatte ich mein 35 mm und ich war wirklich ganz an der Wand, ich konnte nicht mehr weiter zurück. Also ich konnte das Ganze nicht einfangen, aber trotzdem klasse Porträt und sie sitzt da absolut natürlich, sie sitzt da so, wie ich sie kenne, ja. Und diese Kuls unten sind einfach klasse, die Tiere. Auch wenn sie nach 3 Monaten oder so immer gegessen werden, spielt keine Rolle. Ich habe sie nicht probiert. Ich esse dann glaube ich lieber das Gras als die Kuls. Geiles Bild, richtig toller Moment, werde ich nie vergessen.
hier jetzt ein nächstes Highlight-Bild. Also das sind solche Bilder, gefallen mir. Die entstehen spontan und man hat da wenig Einfluss. Ich war woanders am Wandern, mehr im Norden von Peru. Habe diesen Bauersmann kennengelernt. Ich habe ihn ein bisschen einen halben Tag zuvor. Und ich sagte, ja, morgen würde ich dann kommen, ein paar Fotos machen. Ich sagte, ja, komm doch. Und ja, einfacher Mann, Schäfersmann. Und wie ich angekommen bin, wieder zum Sonnenuntergang, das plane ich dann schon immer, dann bin ich erst um 4 losgelaufen. Da hat es angefangen leicht zu regnen und ja, er hat halt hier seine Schäfchen in dieses Gabbel reingetrieben und ja, er war halt so da und ich finde bei dem Bild so klasse, ich habe halt den Regen, ich habe den Mann, wie er da so arbeitet, also nach seiner Arbeit, er ist ja fertig in dem Moment. Ich habe den Halo drauf von der Sonne. Ich habe das Bild ist fast nicht nachbearbeitet, wirklich, das ist so aus der Kamera gekommen und das will mein, ich habe ein Bildklick und ein cooler Moment. Ich erinnere mich auch gerne an den Mann zurück, wer genau hinschaut, der sieht solche Fäden, damit hat er seinen Hut festgespannt, das kann ich bei meiner Mütze ja mal machen. Er hatte Probleme mit den Augen, deswegen hat er so eine ganz spezielle Brille auf und ja, ich war später noch, habe seine Frau auch kennengelernt. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, die wollte das aber nicht so, deswegen habe ich es bleiben lassen. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ja, mit solchen Menschen. Ja, da werde ich ganz nachdenklich jetzt, wenn ich es anschaue. War ein cooles Bild. Coole Zeit, cooler Moment. Ich war 3 Nächte da. Das ist aber so wirklich das beste Bild. Oh, mal eine Landschaftsaufnahme. Ich bin ja nicht der große Landschaftsfotograf so, also ich habe die ganze Ausrüstung gar nicht so, also mit Filtern und was man da alles braucht. Aber ab und zu mache ich es doch mal. Hier habe ich eine Langzeitbelichtung gemacht, über 5 Sekunden. An dem Fluss, da war ich ziemlich lange am Wandern. Also ich bin nachts um 3 Uhr losgewandert, um zu einer Lagune zu kommen. Die war leider noch nicht so schön, aber den Fluss habe ich gebraucht. Und es war Vollmond zu der Zeit und man sieht ganz klein im Hintergrund der Vollmond, wie er da gerade so untergeht. Ist ein richtig kühles Foto. Also ich habe es absichtlich so kühl gemacht. Es war auch kalt. Also keine Ahnung, so um die 0 Grad hat es dann den Tag schon. Hatte ein bisschen Schnee. Und ja, ich finde das Foto, wenn ich so drauf blicke, das zieht mich immer so richtig rein irgendwie in diese Landschaft. Und deswegen finde ich es schön. Ich sollte vielleicht mehr Landschaftsfotografie machen. Schauen wir mal. Kommt vielleicht in Zukunft. Aber im Moment ist es mehr so Reise und was halt einfach so passiert, vor allen Dingen mit Menschen. Ja, mehr gibt es zu dem Bild eigentlich zu sagen, ich finde es klasse. Ich glaube, jetzt kommt auch schon Nummer 10, das letzte Bild. So, das letzte Bild ist so, und es heißt ja Freien Welt Abenteuer Reise Fotografie. Und diesen Abenteuer muss ja auch rein. Und ich bin ja ein richtiger Wanderer. Ja, so. Also ich wandere schon mal gerne. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man mit dem Motorrad auf Reisen ist, weil manchmal geht es nicht, manchmal findet man keinen Stellplatz und so. Da ging es aber. Da hat mein Motorrad auch bei einfachen Leuten untergestellt. Und ja, da bin ich halt losgewandert und es war die Vollmondnacht. Man sieht ja den Flair, wo man reinkommt, also das ist vom Vollmond, das ist keineswegs die Sonne. Das Bild ist entstanden wirklich um 3:30 morgens oder so. Also die Wanderung war klasse, ich habe keine Taschenlampe benötigt, gar nichts. Ich konnte einfach nur mit dem Vollmond, mit dem Licht vom Vollmond wandern und es war total toll. Und ich bin da ja noch weiter gelaufen. Man sieht da im Hintergrund die hohen Berge, also das sind fast 6000 Meter hohe Berge. Ich habe da noch mehr gesehen in der Gegend, da gab es um die 6 oder 7. Ah ja, ich glaube, da gibt es auch ein paar Fotos auf Freiheitenwelt. Auch unten verlinkt natürlich. Und ja. Dann habe ich halt diesen Stein gesehen, bin da hochgelaufen und das ist eine Langzeitbelichtung, glaube ich, über 10 Sekunden oder das, vielleicht sogar 15. Und dann ist immer das, ich mache mir die Fotos einfach, also ich habe jetzt keine Lust, immer bloß Photoshop zu verwenden und dann hier ein Foto von mir zu machen, mit Blitz vielleicht und das dann da irgendwie rein zu pinseln. Ich mache lieber ein Foto fertig und dann habe ich das. Und in dem Fall ist es halt dann Selbstauslöser hinlaufen und 15 Sekunden ruhig stehen. Ihr könnt es ja mal probieren, 15 Sekunden einfach nur ruhig stehen, ohne Bewegung. Deswegen, das Bild ist keineswegs perfekt, also man könnte das schon noch besser machen, es ist ein bisschen verrauscht. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass die Lichter von der Stadt hier hinten sind, aber es war halt einfach so, es war der Anfang von der Wanderung. Aber was ich cool finde, das ist halt,
diesen Abenteuerfaktor ein bisschen, ja, hier der einsame Wanderer alleine zur Nacht, irgendwo Sternenhimmel und jetzt geht er los und läuft noch weiter. Deswegen, auch das ist eins meiner Lieblingsfotos in Peru. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, war es das auch. Das war's jetzt. Meine 10 Bilder aus Peru. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich werde mehr Videos machen für Freiheit Welt in Zukunft. Ich werde sicherlich vielleicht auch noch meine 10 besten Bilder aus Brasilien, Chile, Bolivien, Argentinien, all die Länder, wo ich, oh, Venezuela natürlich, all die Länder, die ich schon bereist habe, werde ich vielleicht noch nachholen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, was wichtig ist, ihr müsst mir folgen, ihr müsst mir hier auf YouTube folgen, ihr müsst mir auf Facebook folgen, auf Twitter und schaut doch auch mal in mein Instagram rein, weil da habe ich im Moment so meine besten Bilder. Wenn es euch langweilig ist, schaut auf www.freiheitenwelt.de vorbei, da gibt es immer wieder Neuigkeiten. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Da friert es mich ja jetzt schon, wenn ich das Bild anschaue. Ab geht die Post. Boah, richtig kalt. Geht's los hier.